Hallo zusammen, willkommen zurück zu SteamWorld Quest, dem kartenbasierten Rollenspiel. Ja, in die dritte Runde geht es und wir sind im Kapitel 3 müssten wir stecken. Das zweite Kapitel ist leider nichts geworden, da ist mir die Aufnahme missglückt. Da waren wir bei dem Karren stehen geblieben. Und falls ihr euch fragt, was da drin war eine Händlerin, welche uns freundlicherweise noch zwei Karten geschenkt hatte. Und inzwischen haben wir auch Verstärkung bekommen. Wir haben hier den... Ich weiß gar nicht, wie er heißt jetzt. Können wir uns nach dem Kampf direkt nochmal anschauen. Es gibt auch einiges Neues zu berichten. Es kamen einige Tutorial-Hinweise und das erkläre ich euch dann nach und nach. So. Aber zuerst steht erstmal der Kampf an. Ja, wir sind zurück im Dorf. Kurz die Geschichte. Wir sind zurück in unserem Heimatdorf, in dem Dorf, wo die beiden leben. Und das wurde wo überfallen von den Kollegen auf der rechten Seite. Ja, und jetzt gibt es da erstmal ein paar auf die Mütze. Hoffe ich jedenfalls mal. Okay, schauen wir mal durch. Schlachtruf. Schlachtruf bedeutet, unsere Gegner verlieren an Stärke für die nächsten drei Runden. Den setzen wir ein. Mana-Barriere, muss ich mal eben schauen, verleiht einem Verbündeten bis zu drei Runden lang einen Schadensschild. Höhe 20% seines maximalen Lebens. Ich sage, die Armelie packen wir das und... Dann suche ich noch eine Karte. Wir wollen ja Dampfkraft etwas aufbauen, dass wir später auch die Dampfkraftkarten ausspielen können. Machen wir noch eine Mana-Barriere draus. Machen wir eine auf Kopernika. Dann ist die auch ein bisschen geschützt. Ja, genau da, wo wir keine Mana-Barriere drauf haben, der bekommt die Drescher ab. Aber halb so wild, der hat auch das meiste Leben. So, jetzt müssen wir schauen. Der vordere hier, das ist ein Magier. Die hinteren sind halt zwei Kämpfer. Und zwei Dampfkrafthammer könnten jetzt einen Heldenhieb. Ein Dampfhaust. Was wir noch gelernt hatten, wenn wir drei gleiche Karten ausspielen, dann gibt es noch eine Bonuskarte, einen Bonus obendrauf, weil der eine Held, also drei gleiche meine ich jetzt, drei Karten von einem Held. Das, pass auf, wir machen das einfach mal. Ich sehe nämlich gerade, geht nicht. Wir haben drei blaue Karten von Kopernika, aber die verbräuchten jetzt drei Dampfkraft und zwei Hammer nur. Dann pass mal auf, nehmen wir erstmal auf die Marke, nehmen wir erstmal die ganz... Karten für diese Dampfkraft ansammeln. Dann gibt es richtig eine drauf. So, hat er sich geheilt. Das heißt, den müssen wir mit einmal wegbekommen. Dann hat sich das sowieso erledigt. Jetzt haben wir schön 5 Dampfkraft gesammelt. Gucken mal. Eine Feuersbrunst kostet 3. Könnten wir noch die Feuersäule wirken. Die einzige Kälte, die ersetzen wir mal eben. Kommen wir noch den tapferen Schlag. Feuersbrunst. Fügt allen Gegnern Schaden zu. Hätten wir jetzt 32. 3×15. Ja, es reicht nicht, aber wir machen das mal. Es gibt noch einen Bonus. Dann seht ihr das gleich auch. So, ihr seht, drei Karten von Kopernika und da gibt es als Bonus den Barriere-Field.
Oh, sehr schön. Hat doch. Hat doch geklappt. Weg ist er. Sehr schön. Und was habe ich gerade gesehen? Wir könnten dasselbe nochmal mit Amelie machen. Führen wir hier den Heldenhieb. Heldenmut. Das heißt, Heilung. Können wir auf. Achso, geht nur auf sich selber. Und einen tapferen Schlag. Und als Bonus gibt es nochmal ein Löwenherz. Ach, jetzt reicht's, okay. Sehr schön. So soll das sein. Ja, finde ich richtig schön, dieses taktische Karten ausspielen, wo man sich auch mal ein paar Gedanken machen muss. Schaden. So, das war's. Galeo ist unser neuer Begleiter. Stufe 4. Erhalten haben wir einen schwelenden Glutstein. Zwei Stück. Faulige Flüssigkeit und einen Schriftrollenfetzen. Okay, was war noch geschehen? Was ihr nicht gesehen habt, die Decks, die kennt ihr jetzt noch nicht. Jeder unserer Begleiter, jeder Charakter kann oder muss, nicht kann, muss 8 Karten auf der Hand haben. Hier oben sehen wir es, 8 von 8. Man kann auch doppelt nehmen, bis sie halt ausgegraut sind, wie hier zum Beispiel der Heldenhieb. Den kann man 4-mal mitnehmen in seinem Stapel. Ja, so haltet jeder seine Karten, so kann man nochmal die Decks nach Belieben zusammenstellen. Zum Beispiel der Bücherhieb, normal bräuchten wir den nicht, aber ich lasse den einfach mal drin. Ja, Abrissbirne, Flicken, Flicken ist Heilungszauber, Dampfhaus, Schilde hoch. Ja, Ausrüstung. Können wir auch nochmal anschauen. Amelie hat die Stahlschiene, bringt plus 20% Leben. Die Copernica hat als Schmuckstück das Lehrlingsabzeichen, bringt 10% Leben, 5% Stärke und 5% Magie. Den hatte ich noch aus der Kiste geholt, oder das Lehrlingsabzeichen aus der Kiste. Und unser Galeo, der hat noch nichts. Okay, ja, mal guckt. Können wir noch zu schmettern hier. Hier oben gucken noch ein paar Leutchen raus, wie das aussieht. Zu beschauen, wir sind hier oben, also nach hier drüben geht's weiter. Hier haben wir wieder so eine Statue, wo wir uns neu mit Leben auffüllen können. Das halbe Dorf brennt. Natürlich ist es warm. Der Rauch verdichtet sich in dieser Richtung. Wir nähern uns dem Rathaus. Reparaturfiole gefunden. 2 Stück. So, wir machen Rest. Rast, unsere Helden werden vollständig geheilt. Gegner in der Nähe werden wiederbelebt. Okay, zurück wollten wir ja nicht. Aber dafür sind wir wieder geheilt. Schauen, es geht nur nach hier weiter.
Oh, sehr schön. War wieder ein richtig schöner Gegner. Das ist der Hauptmann gewesen. Der Captain. Was? Warum seid ihr nicht bei den anderen Gefangenen? Ha, diese nichtsnutzigen Blechköpfe. Sie besudeln den tadellosen Ruf der Armee des Abgrunds. Die Armee des Abgrunds? Was genau macht ihr hier eigentlich? Also abgesehen davon, dass ihr das Rathaus abfackelt natürlich. Ich rede nicht mit den Gildenabschaum. Ich diene nur dem dunklen Lord, dessen Eisenschuhe ihr es nicht einmal wert seid zu polieren. Der dunkle was? Nie von ihm gehört. Von mir aus kannst du auch gerne eine Ziege dienen. Fang an zu reden, bevor wir es dir rausprügeln. So, schauen wir mal. 770. 770 Leben hat er und 245 Dampfkraft. Ja, schauen wir mal. Taktisch. Dampfhaus, Schlachtruf. Flicken, flicken. Einmal flicken, tun wir mal ersetzen. Tapferer Schlag. War auch mal weg. Schade. Ich dachte, wir bekommen noch einen schönen Buff von Copernica, aber wir fangen erstmal mit den Heldenhieb an und dann nutzen wir den Flicken. Schauen wir mal ganz kurz. Ach, der heilt einen Verbündeten. Ich dachte, der gibt einen Schutzschild. Dann nehmen wir den Flicken nicht, sondern nehmen hier den Schlachtruf. Wartet mal. Andersrum. Erst Schlachtruf. Und dann die Helden. Und als Bonus den Löwenherz. Oh, Ziel markieren und Nadelstich. Minute 2. So, alles ist gut. Ja, was ist hier mit Copernicas Karten los? Kommen keine. Ich würde sagen, Flicken brauchen wir nicht. Das war der Heilungszauber. Ein Bücherhieb. Heldenmut. Ja, Hammer. Haben noch kein Leben verloren, also brauchen wir uns auch nicht zu heilen, würde ich sagen. Tauschen wir aus. Mana-Barriere, das ist gut. Kommt er hier? Dampfhaust, Dampfhaust, heben uns auf für die nächste Runde. Dann würde ich sagen, machen wir den ganz normalen Bücherhieb und ja, eine Feuersbrunst ist eigentlich ein Flächenschaden, müssten wir auch ersetzen. Oh, was war denn das? So, da haben wir gesagt, Feuersbrunst ersetzt mal. Okay, Schilder hoch. Ich gebe mal Schilder hoch auf Copernica. Die hat am wenigsten Leben, die kann es gebrauchen. Dann machen wir zweimal Dampfhaus drauf. Als Bonus gibt es den Wächter. Ja, das ist schon etwas härter hier. 650 Leben hat er noch. Jetzt müssen wir langsam mal unsere Dampfkraft hier ausspielen. War ein paar richtig Gewalt.
Schläge machen Abrissbirne. Sagen, spielen wir die Karten von Copernica aus. Und sehr schön, alle bekommen noch mal eine Barriere. Dampf. Abrissbirne hat 3. Ich würde sagen, die tauschen wir aus. Ich lasse gerne halt Amelie angreifen. Hat in meinen Augen doch die meiste Power, aber jetzt hier zweimal Feuersäule. Das riecht nach Copernica. Vielleicht bekommen wir noch eine. Austauschen können wir leider nichts. Dann hebe ich mir die auf hier. Spielen wir die mal aus. Ja, mit seinem blöden Flächenschaden, das ist nicht ohne. So, Feuersbrunst tauschen wir aus. Dampffaust. Sagen, tauschen wir mal aus, mal gucken, was noch kommt. Flicken. Sehr schön. Kritischer Schaden mit dabei. So, ganz normal einen Haltenhieb, um Dampfkraft aufzubauen. Den tapferen Schlag mit Löwenherzen auch hinterher. Ja, können wir eigentlich eine Runde Abwehrkarten ausspielen? Down. 29 Schaden, Wahnsinn. Kraftentzug. Zu flicken auf sich selber. Dann gibt es die Dampffaust und die Abrissbirne oben drauf. Ja, hat zwar leider Kraftentzug, aber es passt gerade mit den Karten. Kritischen. Das hat gesessen.
Tja, was haben wir denn? Sagen, Bücherhieb, der kann weg. Haben wir einen Heldenhieb? Heldenhieb und den tapferen Schlag. Machen wir da. Einmal flicken kann weg. Einmal würde ich gern benutzen noch. Obwohl wir eigentlich... Ne, wir können keine Stufe zurück. Dann wäre der ja wieder da. Denn wenn... Stufe zurück meinte ich jetzt, wenn wir einen Raum zurückgehen zu der Heldenstatue und uns wieder auffrischen. Wir können ja nichts weiter machen, außer Mana-Barriere. Wohl... Eine können wir noch ersetzen. Gesessen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den langsam alle machen. Jetzt sammeln wir wieder Dampfkraft. Schilde hoch, war das jetzt eines Verbündeten. Ist eigentlich nicht so dolle. Heldenmut und was... Schön wäre es, wenn wir jetzt noch einmal Kopernikas. Sehr schön. Jetzt haben wir dreimal. Dann bekommen wir nochmal alle die Mana-Barriere. Einfach hier mal auf Galeo packen. So, 35 Leben hat er noch. Ich würde mich gern noch mal heilen. Schon mal setzen. Dann setzen wir ihn noch mal. So, das soll es jetzt gewesen sein. Wenn ich in der Armee eines gelernt habe, dann dass ein guter Rückzug einer schlechten Niederlage immer vorzuziehen ist. Oh, 35 Leben dazu bekommen. Amalie und Copernica, Galeo, 6 Stärke dazu. Komm sofort zurück, du Singvogel. Los, ihm nach. Amalie,
Ich überbringe wirklich nur ungern schlechte Neuigkeiten. Aber das Dorf brennt. Oh, stimmt. Wir sollten wohl das Feuer löschen. Trotzdem haben wir ihn ordentlich in den Blechhintern getreten. Kapitel abgeschlossen. Kapitel 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in den nächsten Kapiteln wieder. Macht's gut!